Ja, hallo liebes YouTube-Volk, euer Olli ist mal on the road, ausnahmsweise mal. Ich befinde mich jetzt hier gerade in Mörs und ich bin unterwegs zu Markus Grimm, den habe ich ja schon mal vor der Kamera gehabt, zusammen mit Martin Kesici. Ich freue mich total, weil ein super sympathischer Kerl, multifunktionell ohne Ende und freue dich drauf. Olli Mann trifft Markus Grimm. Gleich. Herzlich willkommen zu Olli Mann trifft. Seit langer, langer Zeit schon nicht mehr gemacht. Und heute einen, ich sage nicht extra alten, weil alt bist du ja nicht, aber einen alten Bekannten. Es ist 5 Jahre her, aber Markus Grimm, grüß dich. Ja, ist unfassbar, dass es 5 Jahre sind schon. Aber 5 Jahre, tatsächlich, ja. Das ist krass. Da war ich noch schön mit Schlipsen alles, schön auf der Buchlesung, ja, bei dir und Martin. Was ist da los? Was ist passiert? Ja, also ich habe mir immer gedacht, wenn ich schon bei dich in den Heimatort komme, nach Mörs, dann muss man sich so anziehen. Ja, nee, da muss man ein bisschen lockerer drauf sein. Ja, stimmt, wir sind hier eine lockere Stadt. Das ja, und außerdem war es ja damals nicht in meiner Heimat. Das war ja schon ein anderes Bundesland, das war ja Zweibrücken. Das stimmt. Und ich komme ja aus Saarbrücken, das ist ja... Alles mit Brücken. Ja, überall Brücken, furchtbar. Wir haben nur die Schlossbrücke, das ist alles in Mörs. Ja, aber hier hinten dran, man sitzt ein bisschen auf dem Video, wunderschönes Schloss von Mörs. Also wunderschöne Stadt, ich bin mal ein bisschen hier Sightseeing machen gegangen, war noch ein bisschen kaufen und so, wunderschön. Ja, das, wir sind hier eine schöne Grafschaft im Prinzip und schön historisch, die Innenstadt ist super und ist immer ein Besuch wert, kann man mal rumkommen, ne? Ja, geht alle mal nach Mörs, wunderschöne Stadt. Aber sagen wir mal so, es ist ja in den letzten 5 Jahren viel passiert. Ne? Das letzte Mal, wo wir das gesehen haben, hast du und Martin Kesici ein Buch geschrieben über Castingshows. Mhm. Darüber reden wir nachher noch. Aber was sind so die letzten 5 Jahre so bei dir passiert? Die letzten 5 Jahre waren recht spannend. Also ich war ganz, ganz viel unterwegs als Songwriter jetzt endlich mal. Durfte ganz viel texten und durfte die Märchen meiner Vorfahren wieder erwecken. Das ja, passt ja mit Schloss im Hintergrund auch. Ja, wunderschön. Ein bisschen märchenhaft. Ja, mit Grimm trifft Grimm ging es halt darum, da war 200-jähriges Jubiläum der Brüder Grimm-Märchen. Und dann sind wir hingegangen und haben die Märchen mit Musik vertont und Liedausschnitte in den Märchen versteckt und eingebaut. Und die Lieder, die Texte dazu durfte ich schreiben. Das macht tierisch viel Spaß, einfach mal so vom Schreibtisch die Sachen entstehen zu lassen, ins Studio zu gehen und dann später damit auf die Bühne. Also wir machen damit ein richtiges Bühnenprogramm mit Musik, bauen das auch weiter aus und haben da richtig viel Spaß dran. Das war der Michael Grimm, gell? Das ist der Michael Grimm, genau. Ja, ehemalig extra breit, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, ja, das ist der Musiker, der 4 Saiten spielen kann. Also der ist ein schweinegeiler Bassist, war bei extra breit, ist halt Musiker durch und durch, macht seit über 20 Jahren ganz erfolgreich Kindermusik und auch ganz liebevolle Sachen. Da ist Märchen dann so ein erwachsener Schritt im Prinzip, weil die Märchen von damals schon recht brutal sind irgendwo auch. Und ja, und die mit Michael, das ist mein Bühnenpartner und Grimm trifft Grimm-Partner und wir arbeiten an ganz vielen verschiedenen Sachen zusammen, wie jetzt beispielsweise auch mit Stefan Breuer zusammen, seinem Studiopartner, der auch mittlerweile ein ganz, ganz enger Freund geworden ist. Und mit dem arbeiten wir gerade an dem Album zum kleinen Prinzen, zu einem Kinderbuch. Und machen da ein Liederalbum mit ganz vielen Kollegen zusammen, mit Ginny Meyer von Luxuslärm, Tim Wilhelm von der Münchner Freiheit. Eddie und Dan sind mit dabei, die sowohl stimmen bei den Wise Guys, als auch als Eddie und Dan alleine wunderschöne Kindermusik machen. Und ja, Tobias Künzel. Ganz, ganz viele liebe Kollegen Ritter Rost, falls man den, müsste man eigentlich kennen, ne? Ja, Ritter Rost rostet mit uns und hat die Stimme geölt dafür extra. Das wird eine super Platte und da hatte ich auch die Ehre, tatsächlich die Hälfte der Songtexte zu schreiben. Zu so einem Kinderbuch, was dann auch den ursprünglichen Lizenzinhabern vorgestellt wurde und das wurde angenommen, was ich da geschrieben habe. Das macht dann schon stolz. Bist du jetzt eigentlich mit Michael Grimm jetzt verwandt oder ist das eher so ein Zufall? Das ist so über 3 Ecken irgendwie. Das war sehr lustig. Ich bin damals, hatte er 20-jähriges Bühnenjubiläum mit seiner Band und da bin ich über eine Agentur als Gastsänger für die Live-Show eingeladen worden. Und dann kam ich so Backstage hinten reingelaufen, hatte irgendwie 2 Songs vorbereitet und dann stand er da und ich bin hingegangen und gesagt, hallo Grimm. Und er meinte, ja, hallo Grimm. Und ich so, kann doch nicht sein. Und dann haben wir uns so angefreundet, unterhalten. Und dann bin ich ihm erstmal 3 Jahre lang tierisch auf die Nerven gegangen mit meinen Kinderbüchern, mit den Fleckys Reise und Fleckys Zirkus. Und habe gesagt, hier arbeitest du doch mit Universal ganz viel zusammen, Karussell, damit bin ich aufgewachsen mit den Hörspielen, die da erschienen sind. Tu mir einen Gefallen, leg denen das mal hin und lass uns doch bitte Hörspiele rausmachen. Und dann musste ich immer wieder nachhaken, ob er die Bücher gelesen hat. Es hat 2 Jahre gedauert, dann hat er sie mal gelesen, dann kam der Anruf, lass uns Hörspiele machen. Und jetzt vor
3 Jahren sind die Hörspiele auch schon erschienen, das erste. Und das zweite folgte danach. Und das ist halt ja, eine schöne, fruchtbare, dankbare Arbeit. Und ich durfte die Sachen selber sprechen mit 11 verschiedenen Stimmen, all den Charakteren, die du dir fürs Kinderbuch selber ausgedacht hast. Okay, ja. Dazu dann noch eine Stimme ausdenken, so das verrückte Eichhörnchen, was halt ein bisschen durchgeknallt klingt und so. Und ja, also ich bin über die Vielfalt meiner Arbeit dankbar, ne? Also was da alles machbar ist. Das muss man ja dazu sagen, du machst ja echt viel. Dafür, dass ja viele dann einfach sagen, ja, der war beim Casting, beim Castingshow, hat er ja auch gewonnen und ja, das 0815 sieht man, hört man nie wieder was. Und eigentlich hast du ganz, ganz viel die Griffel drin, wenn man so, wie man im Saarland so schön sagt, die Finger drin, an vielen Sachen. Zum Beispiel hast du in Heidelberg für ein Musical die Lieder geschrieben, was ich sehr, sehr geil finde, weil ich bin ein ganz großer Musical-Fan. Ich dachte Heidelberg-Fan, bin ich auch. Ich war vorher nie da, aber jetzt. Heidelberg ist auch schön, um Gottes Wille. Ja, nee, das war auch so eine Geschichte, die sich über die Jahre ergeben hat. Das ist einfach so dieses, ich habe damals diese Castingshow-Nummer ja als Schritt gesehen, um darauf aufmerksam zu machen, dass ich schreiben kann. Was macht man als echter Grimm? Schreiben. Gut, ich kann noch singen, ganz passabel, sonst hätte ich den Scheiß ja nicht gewonnen. Von daher ist die Kombination ganz cool und ich habe damals über die Arbeit Richard Gebhardt kennengelernt, der einfach ein genialer Komponist ist und der ganz, ganz viel in der Mannheimer Heidelberger Ecke arbeitet, sehr viele eigene Musicals auf die Bühne gestellt hat. Bei seinen Musicals war beispielsweise Xavier Naidoo auch dabei damals und Richard hat beispielsweise dieses Nicht von dieser Welt auch geschrieben. Ganz, ganz viele tolle, großartige Songs und ganz viele großartige Sänger entdeckt. Und mich als Texter so ein bisschen unter die Fittiche genommen, was ich Klaus Eisenmann von den Söhnen Mannheims zu verdanken habe, der mich neben ihm geparkt hat, weil Klaus meinte, ich sollte mal Texte für ihn schreiben. Den habe ich immer in einer Bar kennengelernt, mit Nupa Gadi zusammen damals. Und ja, dann habe ich angefangen zu schreiben, habe Richard kennengelernt und seitdem arbeiten wir zusammen. Und ich darf immer wieder Texte schreiben, unter anderem halt für The Wedding in Heidelberg, was an einem Wochenende exklusiv gespielt wurde bisher. Und wenn wir das Glück haben, dass die Stadt da dann weitermacht, dann wird es eine komplette Abendshow werden. Aber regelmäßig. Das soll dann regelmäßig laufen, eigentlich. Aber das war jetzt erstmal eine Geschichte, wo gesagt wurde, es ist dieses 400-jährige Jubiläum zur Hochzeit, so The Wedding, und dazu haben wir das Stück geschrieben. Sehr geil. Also ich finde es sowieso, wie gesagt, Musical-Fan. Und wenn ich dann noch jemanden kenne, der ein Musical geschrieben hat, also zumindest nicht nur die Lieder, Mega-Fan. Ich bin ja immer nur der Texter. Wobei man dann ja auch der anderen Seite auch sagen muss, ohne den Text gibt es das Lied ja nicht. Das Schöne ist so, ich schreibe die Melodien halt, also das, was Richard immer sagt zu der Arbeit, wie ich die Texte mache, ist, er sagt halt, ich schreibe ihm die Melodie schon mit in die Worte. Und das ist so dieses, ich singe halt immer vor mich hin, wenn ich die Texte auch schreibe und so, und habe dann so eine Melodie im Kopf und die wird dann immer dankbar von meinen Musikerkollegen aufgegriffen. Und ja, das ist immer so eine schöne Kombination, da an den Sachen zu arbeiten. Finde ich mega toll. Also wenn jemand denkt, dieser Mann macht nichts, der macht mehr als ihr. Die Griffel drin haben und hier, ja, und da. Ich habe immer weitergemacht irgendwo, und aber nie den Ausverkauf gemacht, weil für mich war das immer ein Job, ich hatte auch Spaß dran und es gibt ganz viele Alternativen, wie man, also man findet dann nicht jeden Tag in der Öffentlichkeit statt. Ich habe in meiner Heimatstadt Mercy auch meine Ruhe, hier kennt man mich seit dem Schultheater, ich kann hier in Ruhe arbeiten und für mich ist es halt einfach Arbeit. Ich will nicht wie mein lieber Freund Martin in den Dschungel, das ist so Sache, das ist doch was mit, ich bin gerne im Hintergrund und mache meine Sachen, stehe aber auch gerne auf der Bühne und bin die Rampensau, und Martin ist so jemand, der auch sowas machen kann. Ich nicht. Ja gut, Martin ist halt schon ein bisschen wilder. Ja, das sieht man ja auch. Also ich schneide mir den Bart ab und an, er nicht. Der sieht ja mal aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen. Ist ja unser kleiner Groß Martin. Schön groß Zottel. Ich werde ihm den Link schicken. Okay. Und ja, also er ist schon der Wildere und er ist ja mehr so die Metal-Kante. Und ich komme halt mehr so aus dem klassischen Pop-Rock-Bereich. Und deswegen was sanfter. Ich sag mal so, wenn man dich und Martin Kesici geliked hat bei Facebook, sieht man eigentlich schon, dass du der Ruhigere bist. Ich schreie nicht so viel rum, aber das liegt auch an der Art von Musik. Also Martin ist ja dann eher der... Ich meine jetzt vom Typ Mensch. Das meine ich ja schon eher. Ja, ich bin halt gern auch mit unseren Tieren unterwegs und draußen und mache ein Tour. Und ansonsten halt, meine Arbeit beginnt halt immer am Schreibtisch. Ob es daraus dann, wie in Heidelberg, ein Musical in einer fulminanten, mit Gold überzogenen historischen Halle ist, was da am Ende rauskommt, beginnt es doch ganz spröde immer mit einem Kaffee und einem Blatt Papier am Schreibtisch. So was nennt man kreativer Mensch. Das ist richtig. Das kenne ich irgendwo, ja. Nur, dass ich nicht singen kann, das ist der Unterschied zu dir. So, vielleicht kann ich auch deswegen einen Text, man weiß es nicht. Worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, was ich super geil finde, du warst bei einer Initiative dabei, das war für einen Song,
100% Mensch heißt der. Mhm. Und das ist eigentlich, du mich jetzt halt widerspreche, wenn ich mich jetzt irre, das ist halt so eine Initiative zur Gleichberechtigung, wenn man so will. Also zum ja, seid nicht gegen Homosexuelle halt auf Deutsch gesagt. Das ist so. 100% Mensch war eine Idee von meinem lieben Kollegen Holger Ettmeier. Der macht Kabarett und ganz großartige musikalische, humoristische Dinge. Und das ist halt natürlich ein ernsthaftes Thema gewesen. Da geht es um Gleichberechtigung, Gleichstellung. Es waren ganz viele Stimmen dabei, die zugesagt haben. Es hat tierisch viel Spaß gemacht, das zu tun. Und es war ist mittlerweile ein Verein. Es kommt ein neuer Song. Da hatte ich leider keine Zeit, im Studio dabei zu sein. Und da sind diesmal neue Gesichter mit dabei und es soll im Prinzip jährlich ein Song kommen und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal wieder dabei bin. Und da geht es immer darum, auf Gleichberechtigung aufmerksam zu machen, aber auch auf Unrecht in der Welt. Und das macht er als Vorsitzender dieses Vereins 100% Mensch, was es mittlerweile ist, ganz großartig und leistet da eine Nervenarbeit, immer diesen Hühnerhaufen dann zusammenzukriegen, wer da alles mitmacht und hier und da und auch immer neue Leute mit dazu zu bekommen. Da ziehe ich den Hut vor und da reist dann auch mal quer durch Deutschland, um die Sachen aufzunehmen und das alles für 3:30 Minuten, die ein Stückchen was bewegen können in der Welt. Ich finde immer so Projekte richtig gut und das ist ja alles gespendet worden, was da reinkommt. Ja, also der Reinerlös komplett von allem geht komplett an die Hirschfeld-Eddy-Stiftung, die sich halt genau mit diesen Themen befasst. Wer weiß, in welche Richtung sich das in naher Zukunft noch bewegt, wofür man das alles noch einsetzen kann, aber es ist halt mittlerweile ein Verein, den er da gegründet hat mit und also im wohltätigen Bereich und es wird von den Erlösen her immer für den guten Zweck eingesetzt. Also ich denke mal, man kann es auch bei iTunes, Amazon etc. alles. Ja, also, findet man unter 100% Mensch, da ja, gibt es auch ein Video. Gebt einfach mal bei iTunes und Amazon und die ganzen anderen Plattformen, was es mittlerweile schon alles gibt, gebt einfach mal 100% Mensch und hört es euch selber mal an. Einfach selber Meinung bilden, unterstützen, werde ich mal sagen. Ja, kann man ja, indem man den Song kauft, tut man richtig, ja schon Gutes. Das wenn man sich den anhört, aber auch mal mit dem Thema einfach befasst, tut man ja auch schon was Gutes, weil man einfach mal ein bisschen über den Tellerrand geguckt hat. Richtig. So, ich glaube, so fast alle Themen haben wir durch. Jetzt kommt natürlich das Interessanteste. Kommen jetzt so Castingshows. Ja, tschö. Ja. Komm zurück, Markus. Was für ein Ding, Casting? Ja, Castingshows. Ja, da war mal was. Da war mal was. Es war mal so eine Idee, dass man Stimmen und so eine Plattform gibt. Hat nicht geklappt, weil man es immer wieder ins Lächerliche gezogen hat, die Jahre. Gibt es aber auch immer noch. Gibt es immer noch und ist Gott sei Dank auch durch tatsächliche Formate wie The Voice of Germany mal qualitativ wiederbelebt worden, sodass man halt einfach mal auch wieder Qualität erlebt. Stefan Raab macht ja zwischendrin auch mal Castings, die immer wieder Stimmen hervorbringen, die großartig sind. Aber die klassischen uralt Casting-Formate kämpfen halt, wie damals schon vor 5 Jahren erwähnt, nur noch durch Skandierchen ums Überleben und durch Lächerlichkeiten. Also ich sag mal immer so gut, Props, das gibt's ja leider nicht mehr. Ja. DSDS, wo ja, kennt ihr ja auch ein paar Leute davon. Ich sag mal so, genau, wenn ich mir das anschaue, was... Ich will jetzt nichts Böses sagen. Hat man das wenn, Lachen im Hintergrund gehört? Das fällt mir auch ein bei DSDS. hat gepasst. Naja, was immer mir auffällt, wenn ich mal das einschalte, dann kommt immer, es geht gar nicht um die Musik, es geht eher um die Tragödien dahinter. Da kommt ja, dann so einer und dann da hat mal, keine Ahnung, hat mal eine Erdnuss verschluckt, als er 8 Jahre war. So irgendwas in der Art. Weil er eine Erdnussallergie hat. Er hat eine Erdnuss verschluckt. Ja, ja, nein, es ist halt einfach wirklich, es geht halt darum, Gesprächsthemen zu bekommen. Und Gesprächsthemen kriegt man nun mal meist nicht mehr über Gesang. Außer halt, man hat eine Qualität wie The Voice, da kriegt man es auch hin, dass die Leute oder auch mal die Zielgruppe morgens auf dem Schulhof sagt, hast du die Stimme gehört? Aber das Normale ist halt immer, dass es darum geht, irgendwelche Szenen zu zeigen, die eigentlich mehr sowas wie GZSZ sind, damit man auf dem Schulhof dann sagen kann, hast du den Idioten gesehen, der die Erdnuss verschluckt hat? Das ist so, da geht es um Storytelling. Und das ist auch okay so, das hat seine Berechtigung. Das ist ein Entertainment-Format. Und ja, ich hatte das Glück, in einer Zeit dabei gewesen zu sein, wo Gesang noch ein Gewicht hatte, irgendwo. Also Gesang und Gewicht passt ja bei mir zusammen. Und das war eine schöne Erfahrung, die will ich auch nicht missen. Das ist einfach, da lernt man aber auch fürs Leben. Und halt einfach auch mal so mit Geschichten umzugehen und wie Dinge auf andere Leute wirken. Ja, und wenn man Qualität will, dann kann man immer noch mal bei The Voice einschalten und da mal reinhören. Und Castings werden nie aufhören, es werden immer neue kommen. Es gibt, überall wird gecastet, auch für Musicals, als Musical-Fan. Da wird natürlich auch mal eine offene Audition gemacht und gecastet. Da gibt es auch großartige Stimmen. Und ja, das ist einfach Entertainment. We love to entertain you. Ja,
Das war aber nicht der Fernseher. Wo waren eigentlich Popstars damals? Doch, war das We Love to Entertain You. War das ProSieben? Ja. Ich kann es ja ruhig erwähnen. Ich gebe ja nicht bezahlt von irgendjemand. Ich darf das. da kriege ich auch keinen Ärger. Die Heimat mit der 7 und das war auch eine schöne Geschichte und die Verbindung zum Sender. Ich habe heute immer noch viele Freunde, die da arbeiten und man begegnet sich immer wieder, weil das halt eine kleine Welt ist. Und ich finde es halt schön, immer noch den Leuten in die Augen gucken zu können. Und auch meine alten Plattenfirma, bei der ich ja heute mit Grim TÜV Grimm halt auch wieder bin im Prinzip. Mhm. Das ist ja auch wieder Universal und das ist einfach, man reift zusammen und wächst zusammen. Ich war vielleicht ein bisschen das rebellische Kind, was dann dieses Büchlein geschrieben hat. Aber es war ja gar nicht so auf die Kacke hauen und irgendwelche Skandale wälzen, sondern einfach ein Hintergrundbericht. Und sonst würde ich heute nicht mit denselben Leuten noch arbeiten können, wenn es sich einfach um Ehrlichkeit gegangen wäre. Und das ist das, was Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man sich selber treu bleibt. Ich meine, du hast zwar heute keinen Schlips und sonst was an, du bist hier aber selber treu geblieben. Du klingst wie vor 5 Jahren. Du babbelst ein bisschen viel. So. Das, ja, ich weiß. Aber ansonsten, also sehr, sehr slangmäßig, aber ansonsten, sich selber treu bleiben ist das Wichtigste, was man machen kann. Und das gilt für alle. Bleibt euch selber treu. Ich sag's mal so. Du bist Mörser durch und durch und ich bin Saarländer durch und durch. Ja. Das ist immer und so. Irgendwann trifft man sich zwischen zwei Brücken. Der war schön. Oder man fängt an zwischen zwei Brücken, das geht auch. Oder so. Ja, aber Saarland hat doch über 7 Brücken, haben wir. Also wenn man schon bei... Ne, ja, ja, musste ich gehen hierher. Also es war nicht weit. 3 Stunden Autofahrt. Nehme ich gerne in Kauf, um dich zu treffen. Super, ja. Haben wir sehr gefreut. Was mich aber... Wir sind jetzt fertig. Was mich aber sehr interessiert. Ich habe mal ein Interview mit Tobias Regner gehabt. Ja. Der hat jetzt bei DSDS gewonnen. Ja. Da habe ich ihn gefragt, wie ist denn so der Bohlen? Da kommt tatsächlich die Antwort von ihm, oh, ich habe mit ihm einen Satz gewechselt, das war's. Komplett von Anfang bis Ende, hat ja auch gewonnen. Wie war denn das bei Popstars? Hat man da ein bisschen Bezug zu denen gehabt? Wo dann, wir hatten da damals in der Jury noch, ich weiß es echt nicht mehr. Lukas Hilbert, Sandy Mölling und Uwe Fahrenkrug-Pedersen. Und auch die ganze Crew im Hintergrund, nee, du bist ein halbes Jahr lang wirklich da, hängst du aufeinander und lernst dich auch kennen. Und weil du halt auch so eng zusammen bist und das ist halt, da sieht man halt auch die Unterschiede. Klar, das eine ist so eine Show, die für 90 Minuten funktioniert, wo man dann auf irgendwas getrimmt wird und dann auf die Bühne geschubst wird. Und bei uns war es ja wirklich mehr dieser Workshop-Gedanke und alles. Das ist ja bei DSDS einfach nur dieses Inselpanorama. Und da liegen, glaube ich, einfach grundsätzlich die Unterschiede. Und es gibt halt die Leute, die irgendwo dich begleiten, wie diese Coaches, wie es auch bei The Voice ist. Das sind ja wirklich Coaches, die dich begleiten. Und es gibt halt Leute, die sich vor die Kamera setzen und dann den Spaßvogel an dem Abend geben, den Moderator und halt nicht mehr. Hat alles seine Berechtigung. Ist ja ein Entertainment-Format. Natürlich. Fernsehen so ist Fernsehen. Also, ja, das ist Spaß an der Freude. Ja. Das hat ja nichts mit Entertainment. Wie gesagt, ich verdiene ja kein Geld damit. Das ist einfach nur ein Staatsverfahren. Da machst du was falsch jetzt. Da müssen wir jetzt mal Werbeanzeigen schalten für Mörserschloss. Besuchen Sie das Mörserschloss. Also unten steht noch ein Link für Mörs. Da könnt ihr mal draufklicken, könnt ihr uns mal die Stadt anschauen. Ist echt schön. Also echt, muss sagen, du hast mich ja vorhin korrigiert. Ich habe ja gesagt, oh, für Ruhrpott schön. Und da wurde ich fast schon gesteinigt hier. Ruhrpott beginnt nach dem Rhein. Da kommt dann Duisburg, ab da wird hässlich. Hinter Duisburg von mir. Nein, der Ruhrpott ist auch schön, hat auch was, aber Mörs ist halt noch Niederrhein. Und hier hat man, obwohl es 100.000 Einwohner hat, einfach trotzdem noch so Kleinstadtgefühl. Und ab dem Rhein und ab Duisburg wird halt Ruhrpott und groß. Und ich mag groß nicht, deswegen bin ich auch nie zu Martin nach Berlin gezogen. Der immer wieder gesagt hat, du musst nach Berlin. Da haben wir gesagt, nee, muss ich nicht. Und ich muss da ab und an mal hin für ein Wochenende, das geht dann auch. Aber dann muss ich auch wieder raus, war das mir zu groß. Dafür bin ich zu klein. Ich bin ein kleiner Kleinstädter, der sein Ding macht und tierisch viel Freude dran hat, wenn er Leute erfreuen kann mit den Sachen, die er macht. Die Resonanz, die ich bekomme und die Nachrichten, die immer kommen, ob es jetzt Bücher sind oder CDs oder wieder mal Lieder für halt Kleiner Prinz oder sonst was, ist immer, also wenn wirklich dann Leute schreiben, dass sie Spaß an den Sachen haben oder glücklich sind mit dem, was ich da gemacht habe, dann habe ich mein Ziel erreicht. Das ist gut. Und das Ziel kann man auch von Mörs aus erreichen. Wo du es gerade so wunderschön gesagt hast, dass du halt hier, dass du hier die Sachen gern machst und so. Ich will nicht so sehr auf das Thema eingehen, aber wärst du zum Eurovision Song Contest gefahren? Eurovision Song Contest? Ja. Ich meine, das ist eine riesen Plattform. Wo es ja gerade so das aktuelle Thema gerade in den Nachrichten ist. Ja, aber das ist auch alles so, weißt du, das, ich habe es mitgekriegt und habe mir auch gedacht, gut, dann geht man da nicht hin. Aber man kann in den Menschen nicht reingucken. Man weiß ja nicht, was vorher passiert ist und hier und da. Und da steckt auch eine Crew hinter, die das gemacht hat. Ich meine, er hat es gewusst. Er hat schon mal ein großes Millionenformat gewonnen und kennt den Rummel. Eurovision ist, glaube ich, noch mal eins drauf. Entweder du bist tough und hast Eier wie Conchita, dann geht es klar, weil du es dann wegpacken kannst. Und Conchita ist aber dann auch so eine
eine Person dafür. Dumme Frage, kennst du ihn oder sie, oder wie man das sagen kann? Nee. Persönlich? Nein? Nein. Kann nicht persönlich, nur aus den Medien halt auch und ab und an mal auf Veranstaltungen so aneinander vorbei geswitcht mal, aber nicht persönlich. Ja. Und es ist einfach so, die ich würde nicht sagen, wäre das nichts. Das ist natürlich, muss das so berechnen, das ist eine Plattform, wo du einfach ganz, ganz viele Leute auf dich und deine Stimme aufmerksam machen kannst. Wie ein Casting, nur noch größer. Stimmt, und ja. Die Aufmerksamkeit hat Andreas Kümmert da jetzt auch bekommen. Der hat eine super Stimme. Aber bei ihm laufen, glaube ich, ganz, ganz andere Sachen ab, die er für sich klar bekommen muss. Und ihm geht es hauptsächlich um die Musik. Und solange er sich das bewahrt, ist auch gut. Und es wurde natürlich skandalös ausgeschlachtet, ist klar. Aber das ist wieder mal zurück zum Anfang, es ist nur Storytelling und auch nur Entertainment. Und was halt das Lustige an der Sache ist, ich kenne ja einige Musiker, Unbekannte wie auch Bekannte halt, und der Witz ist, die Songwriter sagen eigentlich, Andreas, sau gut gemacht, und die Normalos, sag ich mal, wo sich damit eigentlich in der Materie, in diesem Business nicht so ganz auskennen, sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Ich sag's mal so, aber die Songwriter, die ich kenne, finden das alle toll, weil er sich einmal nicht von der Maschinerie, wie man es schön sagt, unterkriegen lässt und will das irgendwie nicht so... Aber ich find's auch immer tragisch, wenn man so sagt, weißt du, man kann nicht sagen, ich bin gegen irgendeine Maschinerie und bla bla bla, wenn ich die Mechaniken der Maschinerie mit meinem Produkt bediene. Weil im Ende, ab einer gewissen Grenze ist es dann irgendwo ein Produkt. Und man muss halt einfach nur gucken, dass das, was man da verkauft, man nicht selber ist, sondern sich immer noch selber angucken kann. Und dann ist es auch okay, aber man kann nicht immer alles von sich selber wegdrücken und immer die böse, böse Musikbranche und hier und da, weil das war das große Ziel von uns allen mit 15 im Jugendheim, da mal hinzukommen. Und jeder muss für sich selber klarkommen, wie er die Dinge ausbadet. Ich habe meinen Rückzugsort. Das ist mein Schreibtisch. Ich kann mich zurückziehen, kann mich da hinsetzen und kann an Songtexten basteln. Da gibt es auch ein Archiv mit Sachen, die halt nie veröffentlicht wurden, die vielleicht irgendwann später nochmal benutzt werden für andere Sachen. Und ganz viele Sachen, die halt irgendwann mal auf CD erschienen sind oder jetzt in diesem Jahr noch erscheinen, da kommen dieses Jahr noch zwei Alben. Und damit bin ich zufrieden. So dieses, klar, wenn mir jemand anbieten würde, singen beim Eurovision Song Contest, würde ich es tun, weil ich mich und meine Musik da wieder präsentieren könnte. Und dann geht es halt einfach um Seelenheil. Und wenn er das für sich so nicht gesehen hat, dann ist es okay. Und dass daraus dann Stories gedreht wurden, war klar. Ja, Medien, das ist logisch. Würdest du auf Deutsch oder Englisch singen? Deutsch, tatsächlich. Also richtig so. Früher ganz, ganz viele, ich habe ja alles durch. Also ich hatte in meinem Leben bisher, glaube ich, 10 Bands oder so. Mit dieser einen Band auch. Da war es ja Deutsch-Englisch gemischt. Und Nupagadi war so ein Umbruch für mich tatsächlich, dass ich mich endlich getraut habe, auf Deutsch zu machen. Englisch war immer bequem mit meiner New-Metal-Band, die ich vorher hatte, und Crossover und so, weil du dich im Englischen verstecken kannst. Auf Deutsch kannst du dich nicht verstecken. Wenn du das Wort Scheiße singst, heißt es halt Scheiße. Und dann weiß halt jeder, was du damit meinst. Du kannst im Englischen halt schön Inhalte verstecken, was du im Deutschen nicht kannst. Du kannst im Deutschen zwar lyrisch sein und irgendwelche Bilder umschreiben, aber man versteht trotzdem noch, was du gesagt hast irgendwo. Und also auch für dich selber. Ich konnte mich im Englischen immer gut verstecken irgendwo. Irgendwann reicht das Schulenglisch aber auch nicht mehr aus. Und mit Nupagadi kam der Umbruch, weil wir auch auf Deutsch gesungen haben. Und da habe ich tatsächlich gelernt, richtig deutsche Texte zu schreiben und Bilder auf Deutsch zu malen. Das ist das, was die Komponisten, mit denen ich arbeite, immer sage. Ich schreibe halt keine klassischen Texte, sondern ich male halt Bilder mit Worten. Und das ist das, was ich versuche zu halten. Und ich würde Deutsch machen. Sehr schön. Zwei Fragen habe ich noch, dann entlasse ich dich, dann kannst du deinem Leben wieder fristen hier in Moers, ja, wie sich das gehört. Ich habe gesagt, jetzt kannst du deine Lieben wieder fressen hier in Moers. Ja, wir sind hier Cannibal City. Das, nein, das bin ich. Nein, das war, das habe ich eben gesehen, habe aber keinen gegessen. Ja gut, ich wollte noch ins Bildformat passen, das war das Problem. Also auf jeden Fall, Nupagadi, noch Kontakt mit den anderen oder? Teilweise, also ich meine, die Welt ist halt ein kleiner vernetzter Globus. Ich liebe es zu sehen, was Doreen treibt, weil aus ihr eine wahnsinnig tolle, erwachsene Diva geworden ist. Für dieses Wort hätte sie mich damals geschlagen. Heute weiß sie, was es tatsächlich bedeutet. Also sie ist eine wahnsinnig tolle Frau mit einer unfassbaren Ausstrahlung, die sehr geile Musik macht. Also es geht in Richtung Chanson mittlerweile. Okay. Sehr ironisch mit einem Augenzwinkern und sehr
sehr geil, sich selbst mal so ein bisschen musikalisch den Spiegel vorhalten. Super schön. Also es war ja auch so eigentlich die einzige, jetzt bis auf Projekte von dir, also im Musikbusiness, die einzige, von der man ja noch richtig was gehört hat. Sei es jetzt wegen Sido, Flair etc., egal. Aber von ihr hat man ja dort noch ein bisschen was medienmäßig dann gehört. Ja, Doreen hat ja immer irgendwo auch ihr eigenes Ding durchgezogen und ist sich immer selber treu geblieben und hat sich da auch nicht verbiegen lassen. Wir sind zusammen durch eine schwere Zeit, wo tatsächlich auch erstmal viel wieder gerade gerückt werden musste. Ich habe Doreen wahnsinnig lieb, einfach. Es ist wunderbar, wenn wir telefonieren. Wir telefonieren regelmäßig. Ich höre ihre Stimme unheimlich gerne. Wenn ich in Berlin bin, versuchen wir es immer einzurichten, dass wir uns sehen. Die kommt ja nie hierhin, weil wer kommt schon zum Arsch der Welt, auch wenn er ein schöner Arsch ist. Ich! Ich muss da echt sagen, guck mal, das sind 11 Jahre und es ist einfach so, wir sind zusammen erwachsen geworden irgendwo. Ich konnte immer, ich weiß nicht, ob sie es weiß, dass ich immer zugeguckt habe, aber ich glaube, sie weiß es. Ich habe immer zugeguckt, was sie so treibt und wohin sie geht. Und alles neu, was sie jetzt macht, ne, ist ganz großes Kino. Und ich beiß mir an den Arsch, dass ich nicht mal nach Berlin konnte, um es zu sehen irgendwo. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Aber zu ihr habe ich regelmäßig Kontakt und dicken Knutscher, falls du das sehen solltest. Schöner Gruß, auch von mir. Ja, und Chris macht ihr Ding, ist Mutter und hier und da. Und Pat ist auch relativ weg irgendwo, macht auch sein Ding. Und ja, also mit Doreen ist auf jeden Fall noch dieses Regelmäßige, was auch schon in der damaligen Zeit so war, dass sie mir da schon sehr ans Herz gewachsen war. Sehr schön. Und jetzt die letzte Frage. Du hast ja wirklich schon sehr viel gemacht, machst immer noch viel. Aber es wären so immer noch das Traumziel. Was wird man gerne mal gemacht haben? Was man noch nicht gemacht hat. So ein wirklich so, wenn ich das geschafft habe, habe ich das erreicht, was ich wollte. Was wäre das? Das gibt's nicht, glaube ich. Also es ist tatsächlich so, du hast ganz viele Etappenziele, die auch immer wieder das große Ziel wirken. Ich vergleiche das immer mit einem Surfer, der halt so auf der Suche ist nach der einen Welle. Aber die kommt meistens nie. Und es ist tatsächlich so, dass die... ein Traum ist natürlich das erste richtige eigene Album, zu dem du hinterstehst. Es sind immer Projekte, die ich mache. Grimm trifft Grimm kommt musikalisch jetzt auch noch ganz viel. Aber das ist ja nicht Markus Grimm, sondern es ist ein Projekt, wo ich natürlich mit 100% hinterstecke. Aber das eigene Album, wo du deine Songs drauf hast, die habe ich auch geschrieben, die sind fertig. Das macht total viel Spaß, die mit den Jungs auch zu spielen und so. Also da möchte ich gerne hin. Und das andere Ziel ist einfach, das halten können. Also wirklich weiterarbeiten zu können. Ja, ansonsten gibt's da nicht viel, was man nicht ausprobieren sollte. Ansonsten alles ausprobieren, solange es nicht von der Klippe springen ist ohne Fallschirm. Okay, also ich sag mal, mit kleinen Schritten zum Welterfolg. Sagen wir es mal so. Ein Schritt nach dem anderen. Nee, sagen wir so. Na, die Welt ist mir egal. Also in kleinen Schritten zum schönen Verbleib in Moers, auch wenn ich diese Stadt... Nein, also ich meine, in kleinen Schritten... also ich musste das auch lernen. Lupagadi hat dich in einen Topf geworfen, der riesengroß war. Und du warst eine dünne Spaghetti. Und dann warst du irgendwann nicht mehr al dente, sondern ziemlich weich gekocht. Und ich musste für mich erstmal danach auch wieder lernen, kleine Schritte zu genießen. Weil du stehst nicht morgens auf, wie es da war, und bist Platz 1 der Charts. Das ist vorbei. So, und du musst erstmal gucken, dass du auch wieder würdigen kannst oder zu würdigen weißt, was diese kleinen Schritte ausmachen. Und da bin ich die letzten Jahre auch mit Hilfe von meinem Mann, mit dem ich jetzt seit nahezu 3 Jahren zusammen bin. Die letzten 3 Jahre haben mir viel, viel gezeigt, ruhiger zu werden. Er hat mir da auch sehr geholfen und ich kann jetzt wieder die kleinen Schritte genießen und freue mich auch mal, wenn sowas kommt wie das kleine Prinz-Lieder-Album, weil das ist verdammt nochmal etwas, wofür du lange gearbeitet hast. Und das macht Spaß. Das hört ihr euch alle auch an, ne? Nebenbei. Noch ganz kurz, was ich ganz lustig finde. Das war damals vor 5 Jahren auch so. Ja? Das ist die letzte Frage. Aber warte mal, also ich habe dann noch ein bisschen der Interview-Kolambo. Das stimmt aber kommt, nicht. Der geht immer weg und kommt dann auch nochmal wieder. Ja, ich mache aber nicht so. Warte mal, da war noch was. Ja, bitte? Nein, das stimmt. Also wie mir damals in Zweibringen war, das ging nicht lang. Ja, weil wir eine Lesung hatten. Da war ja dann so, jetzt muss mal Ende sein, weil jetzt hier Lesung. Sonst hätten wir da noch... Ja, stimmt, da war glaube ich, ein bisschen Druck hinten dran, gell? Da waren noch andere, wo noch wollten. Ja, da waren noch mehr mit Interviews. Aber heute habe ich dich ganz für mich. Das ist richtig. Eine kleine Anekdote. Mich fragen ja immer viele Leute, Olli, was willst denn du damit erreichen? Gut, ich sage immer aus Spaß, ich werde gerne mal beim Stefan Raab auf der Couch sitzen. Das wäre cool. Hast du bestimmt schon hinter da? Ja. Ja, das weiß ich doch. Ist aber lange her. Aber ich glaube, was ich gerne mal erreichen würde, hast du. Das hast du schon geschafft. Du stehst doch garantiert in Moers, wenn man so bei Wikipedia Moers eingibt. Bekannte Person, stehst du doch garantiert drin. Ja, zwischen allen Verstorbenen. Also das ist egal, du stehst aber drin. Du meinst diese Söhne bekannte, der Stadt? Genau, ja, bekannte... Weiß ich gar nicht.
Auch 100, guck's mal nach, 100%ig. Wenn ich jetzt nachschauen würde, wär's dann. Da stehen Handballer und große Bürgermeister und so. Das spielt doch keine Rolle, das glaube ich schon. Aber das werde ich gerne von Saarbrücken schaffen. Echt? Das wäre so mein Ziel. Ich brauche hier keine Berühmtheit zu werden. Ich lang, für Saarland langt es mir. Das wäre so mein Traum. Ja, aber weißt du, sowas, was du hier machst, das sind halt die Dinge, die Spaß machen. Du kannst auch was bewegen. Ich mache sowas Ähnliches jetzt auch mit einem Aufblasen. Genau, mach doch mal ein bisschen Werbung hier für dich. Ah, ja. Nee, ich möchte an Newcomer was zurückgeben. Wir haben so viele Newcomer-Bands hier am Niederrhein, auch in die Sparkasse am Niederrhein. Unterstützt mich dabei. Das Ding heißt Soundcouch. Kann man sich auf www.soundcouch.net angucken oder auf Facebook/ Soundcouch, also ja. Da geht es darum, da geht ein rotes Winchester Aufblasover auf Reisen an Orte, an denen normalerweise keine Musik stattfindet. Da kommen Newcomer vorbei, setzen sich hin, spielen ihre Songs auf dem Sofa und werden interviewt. Und es ist einfach nur ein kleines, schönes Format, um mal ein bisschen was zurückzugeben, sich auszutauschen. Diese Energie, die diese Newcomer haben, ist halt grandios. Da kommst du ja selber nicht mehr hin. Das ist so dieser Punkt, wo du einfach mit dem ersten Album, was du mal gemacht hast, den hast du dann verlassen. Und die sind noch da. Die sind gerade in diesem Schritt, erste gemeinsame Auftritte, erste Platte aufgenommen. Es macht tierisch viel Freude, denen zuzuhören. Und Soundcouch.net, und das macht tierisch viel Spaß. Und das ist sowas wie Ollimann, einfach nur loslegen, was machen, was bewegen und gut ist. Schön. So, jetzt ist aber wirklich gut. Ich danke ganz herzlich Markus Grimm, der Akku ist gleich leer. Ja, wir sehen uns dann in 5 Jahren wieder. Genau, in 5 Jahren. Alle 5 Jahre. Und dann in Saarbrücken. Oh, Saarbrücken. Ja. Da möchte ich auch mal wieder hin. Ja. Tobias Regner war auch schon in Saarbrücken. Wohnt er nicht da? Nee, da kommt aus Bayern. Nein. Hallo, das ist Bayer. Ich bin ja Erdkunde, so. Ich kenne den Niederrhein, das muss reichen. So, ich gehe mal in Niederrhein erkunden, ne? Das war Markus Grimm, Olli Menschow. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.